Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Cube Let's Plays. Wir sind hier gerade im Lanyon Castle. Und ja, das ist ein Castle von, ich glaube, drei Castles in dieser Region. Wir müssen das hier noch abschließen. Und, was ist das andere? Wo ist das andere? Da. Da ist das andere, das müssen wir auch noch abschließen. Dafür müssen wir aber erst einen Mage Tower finden, um das hier abschließen zu können. Hier hoffe ich mal, dass wir keinen Mage Tower dafür finden müssen, um das abschließen zu können. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht so genau. Zumindest meines Wissens sind wir in der letzten Folge noch nicht dazu gekommen, zu schauen, was das hier für eine Tür ist. Ob man da irgendwie wieder Mage Tower für abschließen müsste, um auch dieses Castle abzuschließen oder was man da genau für machen muss. Das werden wir dann in dieser Folge rausfinden, I guess. Bitte nicht mich töten, liebe Goblins. Ich sagte nicht mich töten. Das wäre sehr angenehm gerade. Ich finde diesen Sound immer so cute. Ich komme da echt nicht drüber weg, dass der Sound so cute ist von den Goblins. Du hörst die Goblins zu und die Goblins zu so. Viel zu cute. Na ja gut, also aber zwei von drei haben wir schon mal down. Der dritte geht hoffentlich auch gleich noch down. Zwei von den Goblins da gerade waren actually legendary, also der hier und der andere jetzt gerade, den ich davor gekillt habe. Mehrere legendary Gegner zu aggroen ist tatsächlich bei meinem aktuellen Gear aktuell immer noch relativ dangerous. Da muss ich tatsächlich an der Stelle mal zugeben. Das heißt, da bestand gerade tatsächlich eine realistische Chance, dass ich da gerade einfach hätte sterben können gerade. Und der hat irgendwie eine sehr komische Axt gehabt, der Goblin hier. Ich weiß nicht, ob es eine Axt war oder eine Sichel oder was auch immer das da gerade war. Aber die Waffe sah ein bisschen strange aus. Ich mach mal das Licht an, weil hier drin ist ein bisschen dunkel. Das da scheint mir der Eingang zu sein, das da scheint mir die Tür zu sein. Auf dem Weg, dann haben wir aber noch ein, zwei Goblins, die wir jetzt hier kurz killen müssen. Und mein Kopf juckt gerade. Ich bin hier gerade casually, während ich hier gerade den starken Angriff mache, aber das dauert noch ein bisschen, bis der komplett ausgekühlt wird, wie ich mich da casually nebenbei gerade im Kopf gekratzt habe. Finde ich mal wieder super. Aber auch hier haben wir eine Magic Barrier, das heißt, auch hier müssen wir erst, einen Mage Tower für zerstören, um hier reinzukommen. Ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, ich stelle mich mal kurz irgendwie safe hin, hier irgendwie in die Ecke. Und dann mache ich an der Stelle mal kurz einen kleinen Cut und suche mal kurz off-camera nach dem Mage Tower und wir hören uns dann gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Hier ist der Mage Tower. Das hat diesmal ein bisschen länger gedauert, den zu finden, muss ich an der Stelle mal offen und ehrlich zugeben. Das hat, glaube ich, irgendwie statt den üblichen 30 Sekunden, meistens suche ich immer im Video, dann finde ich es nicht. Und dann sage ich so, ja, ich schneide es mal kurz raus und suche off-camera. Und dann dauert es meistens so wirklich nur 30 Sekunden, also dann finde ich es meistens. Diesmal hat es ein, zwei Minuten gedauert, bis ich den Ziel gefunden habe. Also immer noch relativ fix. Wo ist er denn jetzt hin? Oh Gott, das habe ich mich gerade hier gedreht. Ich glaube, hier ist er irgendwo, oder? Oh gosh darn it, goddammit, wo ist er hin? Oh no. Oh no. Ist er das? Das ist er. Hier ist er. Da ist der Mage Tower. Ich glaube, das ist der nächste Respawn-Punkt. Oder ist das der nächste Respawn-Punkt? 4,1, 2,9 und 3,5. Ich werde mal hier respawnen, weil da haben wir weniger in der Nähe explored und keine Ahnung, vielleicht finden wir doch irgendwas anderes von da aus. Die sind ungefähr beide gleich weit weg, glaube ich. Mir relativ wurscht, was da jetzt letztendlich wirklich näher dran ist und was halt nicht. Aber wir werden einfach von hier aus da jetzt hingehen. Ich glaube, das da ist der Mage Tower, oder? Der Stern da. Ich hoffe mal, dass der das da ist. Und dann werden wir einfach mal kurz von hier aus dahin laufen. Einfach nur in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch irgendwas finden auf dem Weg dahin. Das fände ich nicht schlecht, das finde ich ganz gut. Und ja, dann machen wir das mal. Wir laufen jetzt hin zum Mage Tower. Wie gesagt, diesmal hat es etwas länger gedauert, den zu finden, aber auch nicht zu lange, also alles gut. Aber hoffentlich ist es nur der eine Mage Tower. Ich hoffe echt, weil manchmal werden Regions, glaube ich, auch generiert mit mehreren Mage Towern. Das hatte ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Dass irgendwie zwei, drei Mage Tower waren und irgendwie du clearst den ersten und nichts passiert. Du clearst den zweiten, dann passiert teilweise immer noch nichts und dann clearst du den dritten und erst am dritten steht dann da. Ja, du hast alle Mage Tower zerstört. Herzlichen Glückwunsch. Alle magischen Barrieren sind weg. Du musst dann wirklich alle clearen, damit die wirklich weggehen, die Barrieren, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass das hier wirklich der einzige Mage Tower ist in der Region. Und das sieht mir nach einem guten Hanggleiter-Spot aus hier. Und das da sieht mir nach einem Respawn-Punkt aus, da vorne. Das ist auch sehr gut, da einen Respawn-Punkt gleich direkt daneben zu haben. Ja, das ist ein prima Hanggleiter-Spot hier an der Stelle. Der Hanggleiter ist nämlich meines Wissens immer noch ein bisschen schneller als auf meinem Mount, sprich auf meiner Katze zu reiten. Deswegen ich den hier dann doch nochmal bevorzuge. Aber ja, gut. So, da ist der Mage Tower direkt vor uns. Der hat ein cooles Dach eben. Ich weiß nicht, dieses gelbe Dach sieht irgendwie nice aus. Ich glaube, ein Mage Tower mit einem gelben Dach hatte ich bisher, oder gelb-orangen Dach, sag ich mal. So, einen hatte ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Gucken wir uns den nochmal hier im Detail an, sozusagen. Oder das heißt im Detail, aber hier in der besseren Ansicht. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Dann nutzt den hier wahrscheinlich dann später als Thumbnail oder was. Keine Ahnung. So, da war jetzt bestimmt irgendwo schon der Thumbnail-Shot dabei. Den werde ich wahrscheinlich als Thumbnail benutzen, den lieben Mage Tower hier. Der sieht nämlich echt ganz nice aus. Das ist interessant, wenn die Kamera so weit rausgezoomt ist, ist es echt schwer abzuschätzen. Wie weit man denn jetzt wirklich entfernt zum Boden. Aber ja, das ist der Tower vom lieben Askram anscheinend, der Tower hier ist Askrams Tower und den werden wir jetzt abschließen, den lieben Tower vom lieben Askram. Wobei, so lieb ist er wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er ziemlich hostile und wird versuchen, uns zu killen, aber ist schon okay.
Er verteidigt hier nur seinen Turm, I guess. Von uns bösen Eindringlingen, die hier nur hinkommen sind, um ihn brutal zu ermorden. Aber das müssen wir leider tun, denn sonst kommen wir an die Artefakte hier nicht ran, in den beiden Castles in der Region. Deswegen müssen wir das leider tun. Es tut mir sehr leid, liebe Dark-Kultists hier, liebe Kultisten, ihr müsst leider sterben. Und auch euer Meister, der liebe Askram, der muss leider dran glauben. Aber so ist das eben, wenn man magische Barrieren... Seit wann können Spy-Creatures Mages sein? Ich hatte irgendwie in Erinnerung, die können nur Nahkampf-Typen sein, aber anscheinend nicht, I guess. Keine Ahnung. Okay, ist ein lilaner Boss, also sollte nicht allzu krass sein. So ist es halt, wenn man ein mieser, böser Zauberer ist, der sich hier in seinem Turm versteckt und böse Zauberbarrieren auf die umliegenden Castles klatscht. Ja, wie kann er nur? Selber schuld, da musst du natürlich dann leider dran glauben. Wir haben leider einen Legendary Iron Dagger gekriegt und keine Legendary Mage-Waffe. Aber das ist schon okay, denn wir haben Legendary Silk Boots dafür gekriegt stattdessen. Und die sind definitiv ein Gear-Upgrade und damit sind wir auf Legendary Armor und Weapon Level in der Region. Und ich habe gerade die Tooltips gerade einfach alle geskippt. Aber ich glaube, da stand gerade irgendwas von wegen, wir haben alle... Lieber Blub, du hast alles abgeschlossen, Supi-Lupi, du kannst jetzt, hier die Castles abschließen, essentially. ich hab's gerade actually nicht gelesen, ich skippe diese Tooltips mittlerweile einfach immer, dieser herzlichen Glückwunsch, du hast, ich lese das actually in der Regel nicht mehr wirklich, weil ich es halt schon so oft gesehen habe. Aber da stand, glaube ich, gerade irgendwas von wegen, du hast alle Mage-Tower geklärt, Lieber Blub, alle Barrieren sind jetzt klärbar oder geklärt oder wie auch immer. Ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Ich soll zum anderen Castle erstmal gehen, weil ich glaube, hier sind die Gegner actually respawned. Wir haben das hier geklärt, die Gegner hier geklärt und dann sind wir aber danach zum Innen schlafen gegangen. Deswegen hier alle Gegner respawned sind. Ich glaube, aber bei dem anderen Castle dürfte das sein. Da waren wir ja vorhin, beim Lanyan Castle, genau. Da dürften die Gegner noch nicht respawned sein. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass die hier noch nicht respawned sind. Das heißt, wir sollten hier smooth sailing mäßig einfach reinmarschieren können. Bis zum Boss Room und dann auch in den Boss Room reingehen können jetzt, nachdem wir da die Barriere geklärt haben. Hoffe ich doch zumindest mal sehr. Und ja, dann sollten wir hier das nächste Artefakt diese Folge uns unter den Nagel reißen können, was... doch sehr nice klingt, wie ich finde. Komm her, Katze, wo bist du? Katze? 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 Ah, das ist meine Katze, okay. Ja, manchmal kommen die Hügel ganz gut hoch. Es kommt halt immer darauf an, wie das Gebiet von dem Hügel so ist. Manche Hügel kommen kommen die Pets gut hoch, andere Hügel kommen sie schlechter hoch. Ich glaube, es ist so oder so komplett auf der gegenüberliegenden Seite der Eingang. Deswegen ist es, glaube ich, relativ wurscht, von wo aus wir das jetzt hier angehen. Kann ich mich drauf TP'en? Ich kann mich drauf TP'en. Und damit ist es dann nämlich nicht mehr wurscht, denn damit kann ich jetzt einfach von hier oben aus gucken, wo der Eingang ist. Ist er hier? Nein, hier ist er nicht. Und jetzt kann ich hier den... Oh, das ist aber interesting hier. Interesting, die Props werden teilweise anscheinend fehlerhaft auf dem Dach generiert von den Castles. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja mal, sehr interessant. dass diese Objekte teilweise einfach aufs Dach generiert werden, wenn es irgendwie falsch generiert wird, I guess. Sehr interesting. Aber gut, jetzt sind wir schon mal drin. Ich glaube, ich bin andersrum gegangen wahrscheinlich, weil da sind noch Gegner. I'm guessing, wir sind so rumgegangen. Dann machen wir das natürlich auch wieder. Und gehen wieder so rum, weil logischerweise ist es natürlich smart, so umzugehen, weil die keine Gegner mehr sind. Und wisst ihr, was auch smart wäre? Auch smart wäre es, solltet ihr mir noch kein Abo dagelassen haben und sollte euch mein Content gefallen, dann wäre es von euch aus smart, mir vielleicht ein Abo dazulassen. Und es wäre nicht so smart, sondern es würde mich auch sehr freuen. Und mich sehr unterstützen. Denn ja, wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann bekommt ihr in Zukunft natürlich Benachrichtigungen, wenn... genau, ich muss den Key hier finden, oder? Oh ne, ich hab ihn noch. Anscheinend schließt sich die Tür immer wieder aufs Neue oder so. Keine Ahnung. Interesting. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann ein Abo da lassen könnt, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denn jedes Abo hilft mir sehr auf YouTube aus. Und für euch ist es natürlich auch ein Vorteil, denn dann bekommt ihr in Zukunft immer Benachrichtigungen, wenn neue Videos auf meinem Channel online gehen. Deswegen lasst mir doch lieben gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und mir sehr aushelfen hier auf meinem weiteren YouTube-Weg, auf meinen weiteren YouTube-Adventures hier. In meinem Kanal. Deswegen lasst mir doch lieben gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr freuen und mir auch sehr aushelfen. Und oh Gott, hier sind so viele Gegner drin. Oh Gott, ich habe gerade den halben Raum geaggrot. Bitte geh down, bitte nur einer. Links ist einer noch. Okay, einer ist down gegangen. Ich bin noch auf Full AP, ich muss mich gar nicht healen. Und dadurch, dass wir gerade die Legendary Boots noch gekriegt haben, können wir actually auch ganz gut ein bisschen mehr tanken, glaube ich. Deswegen ist gar nicht mal so problematisch ist hier, die zwei Gegner gleichzeitig zu fighten. Sage ich und sterbe in dem Moment natürlich auch. Ich und meine große Klappe hier mal wieder an der Stelle. Aber klar. Sollte machbar sein, das da zu clearen. Spätestens in ein, zwei weiteren Versuchen sollte ich den Raum da gleich clearen können. Mit relativer Leichtigkeit. Und ich glaube, wir müssen... Genau, wie war das? Wir müssen auf die andere Seite, oder? Genau, wir müssen einfach auf die andere Seite. Das heißt, wir TP'en uns jetzt einfach direkt nochmal aufs Dach. Und dann... Ja, hat gereicht. Perfekt. War ein Teleport-Reichweite und dann geht's von da aus. Nochmal auf die andere Seite von dem Schloss hier. Da haben wir wieder das schöne Regal hier auf dem Dach. Auf dem Dach vom Schloss. Wahrscheinlich auch irgendein Ingenieur so. Ja, wir brauchen ein Regal. Wo braucht ihr das? Wir brauchen das da. Die Baupläne waren komplett... unlogisch und schwer zu lesen, zu verstehen und dann irgend so ein Praktikant oder so schleppt das Ding aufs Dach, klatscht es da so hin, so good enough.
Good enough, das muss so. Das muss dahin. Das hinterfragen wir nicht. Wir stellen es einfach da auf. Ja, laut Bauplan kommt da ein Regal hin. Und dann passt das schon. ETF. Interessanter Generatorfehler an der Stelle auf jeden Fall mal wieder. Aber naja. Gut, wo zur Hölle war nochmal die Tür? War die hier oder war die noch einen Eingang weiter? Wenn die noch einen Gang weiter ist oder eine Seite weiter ist, dann. Ne, die war hier, genau. Dann ist es tatsächlich egal, von wo aus ich das hier angehe. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich das unidealste Schloss, das man so kriegen könnte. Ich glaube, man muss wirklich jedes Mal auf die genau gegenüberliegende Seite laufen. Sowohl vom Spawnpunkt aus, als auch vom äußeren Ring und vom inneren Ring dann halt auch. Du musst immer genau auf die gegenüberliegende Seite laufen. Das heißt, du hast immer den längstmöglichen Laufweg. Oder? Oh ne, hier können wir tatsächlich ein bisschen Laufweg sparen. Also sollte ich jetzt nochmal sterben, muss ich mir jetzt unbedingt merken, dass wir hier die Gegner klären. Dann kommen wir nämlich hier durch und können uns ein bisschen Laufweg sparen das nächste Mal. Ich höre es mal ein bisschen schlauer an und aggro diesmal nur ein Gegner. Der mich hier trotzdem komplett zerstört aus irgendwelchen Gründen. Okay. Egal, jetzt krieg ich aber down normalerweise. So, jetzt haben wir wieder einen Raum weniger, genau. Ein Gegner weniger in dem Raum. Das sind, glaube ich, alles relativ Low-Tier-Gegner. Zum Player sind wir ziemlich Low-Tier. Nevermind, die beiden hier sind Low-Tier. Aber der eine da ist nicht Low-Tier, leider. Und shreddet gerade durch meine AP. So. Ach, ich habe schon wieder zwei geaggrot. Ja, das ist hier großartig. Grandios. Nehmen wir uns kurz ein bisschen und dann geht's hier weiter ans Gegner shredden. Oder auch selber geschreddet werden von dem Gegner. Aber jetzt haben wir gleich down. So. Wieder ein Gegner weniger im Raum. Okay, wir direkt den nächsten, damit mein Hitcombo dadurch zu breaken, dann ist es nicht perfekt. Ich habe nämlich gerade eine schön hohe Hitcombo. Das heißt, jetzt gerade ist es mega leicht, hier den Raum zu clearen, weil mein Hitcombo gerade einfach so hoch ist. Mache ich gerade richtig fett Damage. Habe ich gemisst? Nein, ich habe nicht gemisst. Sehr gut. Und ich habe immer noch eine Hitcombo. Wo ist der Gegner? Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Ah, jetzt ist mein Hitcombo gebreakt. Okay, jetzt auch schon egal. Er hat mich trotzdem aggroht. Okay. Und da hinten war noch ein Gegner. Ja, mein Plan war jetzt einfach direkt schnell aggro zu switchen auf den Boss quasi. Oder meine Strategie war jetzt einfach, jetzt wo ich halt noch die fette Hitcombo hatte von irgendwie 100 Hits, einfach direkt anzufangen, den Boss zu damagen, weil. Natürlich kann ich dann direkt mit dick DPS in den Bossstart in den Bossfight reinstarten, aber es hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt und erhofft habe. Wie ihr gerade gesehen habt. Oh Gott, das macht fett Damage, der Boden da an der Stelle. Das weiß ich aus Erfahrung. Das ist nicht der erste Boss, der diesen Angriff gegen mich benutzt, logischerweise. In meinen 100 irgendwas Folgen von Cubeworld. Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich den Angriff da sehe. Und ich weiß, dass der in der Regel relativ dick Damage macht. Deswegen habe ich versucht, davon da wegzulaufen natürlich. Vor allem der lingert, glaube ich, auch ein bisschen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist so ein richtig komischer Angriff, der irgendwie lingering ist. So, die Textur, diese rote Leuchten am Boden ist teilweise schon weg, aber der Boden macht irgendwie immer noch Damage. Teilweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig BS und vor allem die Reichweite vom Angriff ist, glaube ich, auch ein bisschen größer als das rote Leuchten am Boden selber. Das ist echt ziemlicher Müll, dieser Angriff. Ja, da habt ihr es gerade gesehen, ich war schon nicht mehr wirklich in diesem roten Bereich drin und der Angriff ist aber irgendwie die Effektreichweite vom Angriff ist irgendwie größer als der visuelle Effekt. Und der Angriff ist halt ziemlich stark. Aber ja, da ist das Artefakt, das ist das Zepter of Ami, I guess. Oder nehme ich das als Thumbnail? Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht nehme ich das als Thumbnail. Das sieht ganz cool aus, nämlich, ich weiß nicht. Und die Cotton Shoulder Armor Blade Whatever Dinger, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und ja, vielleicht war auch da immer der Thumbnail dabei. Ich weiß noch nicht genau, was wir als Thumbnail wirklich nehmen werden. Dann haben wir noch einen Gegner im Raum kommen, den killen wir jetzt auch noch irgendwo. Ne, zwei Gegner sind sogar. Die killen wir jetzt auch noch zum Abschluss, weil wir jetzt hier das Ding hier abgeschlossen haben. Den Dungeon, das Castle. Hier ist du wohl K.O. gehen. Sehr schön. Ich meine, die müssen wir nicht killen, das bringt uns auch überhaupt nichts, die jetzt gerade zu killen, aber why not? So, den einen haben wir down, der andere hier macht auch ganz gut Damage tatsächlich dafür, dass er nur so ein Low-Level-Scrub ist hier. Aber auch den haben wir jetzt down. Wir gehen uns kurz auf Full und jetzt gucke ich erstmal kurz nach, was dieses Artefakt Schönes kann. Was heute ist das Ami-Scepter, oder? Scepter of Ami, genau. Wo ist es denn? Da ist es. Increase Swimming Speed, das ist okay, I guess, aber Swimming Speed ist jetzt nicht so wirklich so wichtig in einem Spiel, da man so oft nicht wirklich schwimmen geht. In der Regel benutzt man entweder das Boot oder hält sich fern vom Wasser. Wobei das immer ganz gut ist, wenn man Ozean Regions macht, ist es am Anfang immer ganz gut, weil man zur ersten Insel eigentlich immerhin schwimmen muss, logischerweise, weil man dann kein Boot freigeschaltet hat. Aber gut, weiter geht's mit dem Lagor Castle, I guess, mit dem wir das Castle jetzt abgeschlossen haben. Geht's ins nächste Castle, nämlich ans Lagor Castle. Und jetzt werden wir dieses Castle abschließen. Wo ist denn hier der Eingang? Der Eingang war, ich glaube, rechts? Fragezeichen? Bin ich gar nicht ganz sicher. Ich meine, der war einfach direkt rechts hier. Wenn nicht, tippe ich mich wieder aufs Dach und dann werden wir da Dach-Adventures haben. Wobei, actually, ich werde mich so oder so mal aufs Dach tippen. Denn mich würde interessieren, ob es hier auch wieder so ein Regal gibt oder sowas hier oben falsch generiert wurde. Ne, gibt es hier anscheinend nicht. Das Castle wurde richtig generiert. Interesting. Hier gibt es kein dubioses Dachregal. So, aber jetzt müssen wir hier, glaube ich, nochmal alle Gegner killen. Das ganze Ding nochmal von vorne clearen, leider. Obwohl ich schon mal geklärt hatte. Ich glaube, wir müssen das wirklich komplett klären, weil ich meine, um in den inneren Ring hier reinzukommen, das war, glaube ich, so ein Ding, wo man wirklich alle Gegner killen musste, damit sich hier die Tür geöffnet hat, was echt annoying war, aber
Was willst du tun? Deswegen legen wir direkt los, legen wir direkt los mit dem Killen, ja? Und killen einfach direkt immer alles. So, hier haben wir ein paar Spike-Creatures. Hier haben wir noch mehr Spike-Creatures. Und einen Elf haben wir auch, okay. Wir sind beide down, da sind noch mehr Spike-Creatures. Ja, es ist natürlich ein bisschen doof, dass ich den Spaß hier nochmal killen muss, weil ich halt eben inschlafen gegangen bin. Aber, ja. Ich kann mir selbst aber auch nicht wirklich böse sein, weil es war, glaube ich, Ingame-Zeit schon wieder 19 Uhr oder sowas. Das heißt, es wurde schon wieder massiv dunkel. Und danach habe ich halt das nächste Castle geklärt. Und ich konnte natürlich auch immer wieder nicht wissen, dass ich für das nächste Castle dann auch wieder, wieder hingehen muss und hier Spaß haben darf mit, also auch für das andere Castle Spaß haben durfte mit Dingens und Bummens. Na, ihr wisst Bescheid. Mit dem Mage-Show da gerade. Konnte ich natürlich an der Stelle mal wieder nicht wissen. aber so ist das halt manchmal. Gut, aber ja, jetzt können wir auch das Castle klären und können auch hier das Artefakt einsacken, I guess. Katze, so. Hoffe ich doch zumindest. Es sei denn, der Boss ist vielleicht komplett OP und zerstört mich komplett. Aber selbst dann werde ich mir einfach ein paar Potions craften, dann wird es schon passen. Weil, ja, wir sind so ziemlich beim absoluten Endgame-G für diese Region angekommen. Oder? Ja, wobei, gar nicht mal. Also, Shoulder und Hands haben wir immer noch nur 4 Sterne statt 5 Sterne Rüstung. Da ist also, da geht noch was, ja. Also, da geht tatsächlich noch was. Aber, ja, es ist nicht viel. Viel an Sachen Gear-Upgrades ist jetzt hier in der Region wirklich nicht mehr drin. Wir sind so ziemlich bei Endgame-Gear, bei Endgame-Gear angekommen. Deswegen, ja, wenn ich den Boss nicht down kriegen sollte, werde ich einfach irgendwie, sieht man diese schön, was das ist. Es gibt, glaube ich, eine Heal-Potion, eine Defense-Potion und eine Offense-Potion. Oh, es gibt 2 Heal-Potions, da gibt's eine Magic und eine Physical-Defense-Potion gibt's, glaube ich. Ich glaube, das ist der Unterschied bei den Potions. Da werde ich mir einfach 2 von den Defense-Potions, also eine von jedem Typen craften. Eine von diesem, nee, gar nicht, weil es kein Heal-Potion, das ist eine Mehr-HP-Potion. Eine Mehr-HP-Potion, je nachdem, wenn der Gegner einen komplett BS one-shotten kann, irgendwie mit einem Angriff, der irgendwie 1300 Damage macht und du hast 1250 Max-HP. Ja, dann können 10% mehr Max-HP können da echt, echt Leben retten. Deswegen, vielleicht dann auch noch so eine Potion und noch eine Attack-Damage-Potion, whatever, und dann passt das schon. Aber wahrscheinlich werden wir den Boss eh direkt down kriegen, deswegen. Aber ja, das ist, was ich machen werde, wenn wir den Boss nicht mit Leichtigkeit down kriegen sollten. Was ich für unwahrscheinlich halte, aber wird es dann gleich zeigen, I guess. Das habe ich schon ein, zwei Mal machen müssen, tatsächlich bei Bossen, die halt komplett. Wo sich ja der Generator auch noch so dachte, so, haha, der hat alles. Der hat komplett OP Damage, komplett OP Moves, komplett 10 Milliarden HP und komplett Resistance over 9000. Der kriegt alles, der Gegner. Und den musst du jetzt killen, weil sonst geht's hier nicht weiter. Und ja. Das Spiel macht sowas manchmal. Ich weiß nicht genau warum, aber manchmal denkt das Spiel auch nur so, haha, der Gegner ist der Zerstörer 9000. Keine Ahnung, Zerstörer der Welten. Und den musst du jetzt töten, weil, keine Ahnung, das ist dann eben der Boss von irgendeinem Mage-Tower oder so, den du dann halt auch, wie auch in dieser Region, den du dann halt abschließen musst, um halt irgendein Artefakt kriegen zu können. Und irgendwie, am besten ist es dann am besten, immer in diesen Regions, wo das Spiel sich dann noch dazu entscheidet, so, aha, du kriegst keine Möglichkeit, ein gutes Loot mit Leichtigkeit ranzukommen. Die einzige Möglichkeit ist es, diesen Gegner zu killen, und das ist auch die einzige Möglichkeit, in der Region weiter zu progressen. So, das hat man schon mal. Das ist immer sehr belastend, aber, ja, machst du nix. Da musst du dann halt einfach, durch. Es dauert dann schon mal etwas länger, den Boss zu killen, logischerweise, aber irgendwann kriegt man es dann in der Regel dann doch hin und dann freut man sich natürlich umso mehr, dass man den Boss da umkriegt. Ja, trotzdem fände ich es natürlich besser, wenn das Spiel in der Hinsicht ein bisschen besseres Balancing hätte, I guess. Vom Generator her. Aber naja, ob wir überhaupt noch Updates für das Spiel kriegen werden, ist ja so fraglich. Der liebe Wolai ist ja wieder in den Radio Silence Modus geswitcht, nachdem er jetzt hier, und die Waffe ist glaube ich nicht besser, nee, die ist nicht besser. Der ist hier wieder in seinen Lieblingsmodus, den Radio Silence Modus geswitcht, nachdem er da jetzt ja ein bisschen Bad Reception gekriegt hat, nachdem er das Spiel da rausgebracht hat. Die Cube World Vollversion, die wird ja allgemein ein bisschen gehatet von vielen Leuten. Aber darauf werde ich jetzt nicht noch weiter eingehen. Da habe ich jetzt mindestens 2 oder 3 dicke, fette Videos zu, in denen ich da richtig fett drauf eingehe und das richtig fett erkläre, was meine Meinung ist und so weiter und so fort. Für die von euch, die es nicht wissen, die erst vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind auf meinem Kanal, schaut euch gerne meinen Videonamen an namens Justice. Lasst uns über Game Design reden oder sowas in die Richtung. Oder reden wir etwas über Game Design. Also Cube World Part 110 oder 120 oder so, und das Video heißt, dann hat er so den Subtitle, reden wir etwas über Game Design. Da erkläre ich groß und breit mal meine Meinung zu Mods und wieso einige Mods das Spiel actually nicht wirklich improven und die Experience des Spiels nicht wirklich improven und was meine Meinung generell zum Spiel ist und zum Balancing und zu diesem und jenem und zu Gott in der Welt. Also, sollte euch das interessieren, guckt euch gerne das Video an. Das ist irgendwie ein 30 Minuten langes Video, in dem ich halt wirklich komplett auf nichts anderes eingehe, außer halt Game Design des Spiels und was ich dazu denke und darüber denke. Und für die von euch, die sich jetzt fragen, wieso sollte mich deine Meinung zum Thema Game Design interessieren, du bist ja auch nur irgendein YouTube-Dev. Das ist richtig. Aber ich bin auch ein Indie-Dev, ich entwickle auch selber Spiele, deswegen
behaupte ich mal und lehne ich mir so aus dem Fenster, behaupten zu können, dass ich eine somewhat vernünftige Meinung in Sachen Game Design und Game Development habe, weil ich mich halt damit selber viel befasse und auskenne. Deswegen, ja, wir müssen alle ihn häkeln. Deswegen, schaut euch das Video lieben gerne an, falls ich da meine Meinung so ein bisschen vergesse. Ist auch nicht das einzige Video, in dem ich darüber spreche. Ich habe schon ein paar Mal darüber großen Preis gequatscht, was ich da balancing-technisch gut finde und schlecht finde und dieses und jenes. Deswegen schaut da gerne mal vorbei bei dem Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja. Gut, aber wir haben jetzt gleich hier den äußeren Ring geklärt. Und ich muss sagen, das ist um das Game Design technisch auch unter aller Sau, dass man hier wirklich alle Gegner killen muss, nur um diese eine verdammte Tür aufzukriegen. Das ist irgendwie. Das ist schon ein bisschen arm, ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen doof. Das hätte man vielleicht irgendwie anders lösen können, dass man hier irgendwie. Es gibt hier eben ein paar andere. Ja, jetzt habe ich hier einen Gegner übersehen, jetzt muss ich hier durch das ganze Castle laufen, nur um einen Gegner zu killen. Also das ist halt Spiel, Spaß und Freude für die ganze Familie, jetzt hier den einen Gegner zu suchen, den ich übersehen habe, natürlich. Da ist er wahrscheinlich, das dürfte er sein, oder hier sind sogar noch mehrere. Ja, aber da, keine Ahnung, das ist so eine Sache, die hätte ich hier nicht eingefügt. Beim Castle hätte ich es nur gemacht, dass man halt wirklich entweder irgendwie, keine Ahnung, ein Item braucht, zum Beispiel die Divine Harp oder die Spirit Bell. Und da oben ist auch noch ein Gegner anscheinend, okay. Dass man halt entweder ein Item braucht, um hier zu progressen, oder halt alternativ, keine Ahnung, dass man... Jetzt aber guck jetzt nochmal kurz nach, ist noch ein Gegner? Nee. Dass man halt entweder ein Item braucht, um zu progressen, oder halt, dass man halt irgendwie einen Gegner killen muss, der dann irgendwie einen Schlüssel droppt oder sowas. Aber das finde ich echt doof, dass man hier alle Gegner killen muss. Das ist mega nervig. Weil du halt wirklich komplett, vor allem diese äußeren Ring von den Castles, und das ist glaube ich auch wirklich nur im äußeren Ring. Ich glaube, im inneren Ring gibt es sowas gar nicht. Und zumindest habe ich es im inneren Ring des Castles noch nie gehabt. Aber der äußere Ring ist halt mega groß und da spawnen immer so viele Gegner. Und da musst du alle von diesen Gegnern killen. Das ist so nervig. Und vor allem sind meistens auch nicht wirklich Gegner, die auf deinem Level sind. Sind meistens halt im äußeren Ring sind meistens so Gegner so. Die sind auf dem grünen Level, auf dem blauen Level oder halt auf dem lilanen Level. So 1 bis 3 Sterne, 1 bis 4 Sterne oder so. Und wenn du eh schon zum Castle läufst, sind es meistens meistens schon ein Pushover. Und ich mach mal kurz eine kleine Kartenstelle. So, da bin ich wieder. Ja, es ist meistens eher einfach ein Pushover, die Gegner zu killen. Wenn du eh schon so weit bist, dass du halt versuchst, die Castles abzuschließen. Hast du eh meistens schon komplett Legendary Gear, deswegen sind die Gegner meistens eh ein ziemlicher Witz für dich. Deswegen ist es einfach ziemlich nervig. Ja, es ist einfach ziemlich nervig und wir sind gerade hier gestorben. Oh, jetzt habe ich auch so eine Life Potion geused, aber es macht auch nichts. Ich nutze die sowieso nie, whatever. Ja, aber ich würde fast sagen, ich werde an der Stelle eh jetzt erstmal callen. Denn, ja, wir sind am Ende unserer Aufnahmezeit angekommen. Wir werden dieses Castle dann erst in der nächsten Folge abschließen, aber ich denke, das ist eh okay. Wir haben eh ein Castle abgeschlossen und ein Mage Show diese Folge abgeschlossen und haben ein Artefakt eingesagt. Das Castle haben wir so halb abgeschlossen, da bin ich eh relativ zufrieden mit dem Progress, den wir in dieser Folge da gemacht haben. Ich würde sagen, wir laufen rüber zum Eingang, wenn ich die Ammo dazu mache. Und genau, ich wollte noch gerne anmerken, warum ich gerade den Cut gemacht habe. Ich habe so eine antike iTunes-Version installiert. Und bevor ihr fragt, warum hast du eine antike iTunes-Version installiert? Die Antwort darauf ist ziemlich simpel und einfach. Moderne iTunes-Versionen sind alle Garbage, in meinen Augen. Ich habe so eine antike installiert, die noch halbwegs okay ist und halbwegs gut ist. Und ich will sie nicht updaten, aber Apple Update, dieser Apple Software-Updater, kommt mir immer paar Tage, kommt der mir immer vorbei mit: Möchtest du nicht dein tolles Apple-Produkt updaten? Nicht immer nur so, nein, geh weg, ich mag dich nicht. Niemand mag euch, Apple. Niemand mag euch. Außer dieser antiken iTunes-Version, die finde ich ganz nett. Ich nutze sie zwar selten, aber ich finde sie ganz nett. Das ist ein ganz netter Musikplayer. Aber wie auch immer, das Ding ist gerade wieder aufgeploppt und ich war mir gerade nicht sicher, ob das irgendwie gerade in der Aufnahme sichtbar war. Deswegen habe ich gerade kurz einen kleinen, ich glaube wahrscheinlich eh nicht, aber ich habe gerade jetzt einen kleinen Cut gemacht. Und gut ist, aber ja, gut. Das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch hier gut unterhalten können mit der heutigen CubeWorld-Folge. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch noch einen schönen Resttag habt, nachdem ihr diese Folge zugeguckt habt. Wie auch immer, das war's erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag oder auch eine schöne Restnacht. Ich weiß natürlich nicht, wann ihr das Video anschaut. Das war's erstmal von mir, was ich gerade eh schon gesagt habe. Ich wiederhole mich gerade, wie auch immer. Lasst mir lieben gerne ein Abo da oder auch ein Like oder einen Kommentar oder auch nichts dergleichen. Ich zwinge euch dazu nichts. Das war's erstmal für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tschüss. Quitt euch!